Doch mal. Auf dem alten Foto hier sieht man uns, wie wir die Staffel gewonnen haben. Den haben wir alle vier zusammen gewonnen. Deshalb wäre es falsch, wenn nur einer von uns ihn mit nach Hause nimmt. Wir vergraben ihn in einer Zeitkapsel und buddeln ihn wieder aus, wenn wir erwachsen sind. Dann werden wir uns hier wieder treffen. Du willst ihn wieder ausgraben? Wer hätte gedacht, dass wir uns ausgerechnet hier wiedersehen? Ihr seid doch hier, weil ihr das hier sucht, oder? Ich brauch das Teil nicht mehr. Völlig wertlos. Haru, hängst du immer noch mit denen ab? Du hast dich nicht verändert. Was ist mit dir, Sorin? Hast du dich denn weiterentwickelt? Rin, ich wollte dir nur sagen, wir haben einen Schwimmclub gegründet. Natürlich trete ich dem Schwimmclub bei. Das brauchst du mir nicht zu sagen, klar. Allerdings sicher nicht, mit euch zusammen zu schwimmen. Egal, wie oft du mich fragst, ich werde nicht schwimmen. Ich bringe es dir bei, okay? Es ist dir doch wichtig, oder? Wir haben den Iwatobi-Schwimmclub gerade erst gegründet und noch nicht mal ernsthaft trainiert. Sieht man ihn an, sie sind total aus der Form. Gegen so jemanden zu gewinnen, ist völlig sinnlos. Ich werde Haru besiegen. Das ist alles. Ich schwimme nicht für dich. Doch. Und ob du für mich schwimmen wirst, Haru. Ich möchte so gern zusammen mit euch schwimmen, solange wir vier zusammen sind. Hey, warte doch mal einen Moment. Lass uns zusammen nach Hause gehen. Wir könnten uns über Schwimmen und so unterhalten, ja? Auf keinen Fall. Wir kennen uns doch noch gar nicht. Na, das lässt sich doch ändern. Tritt dem Schwimmclub bei. Das werde ich nicht. Ich habe nämlich nur Interesse an anmutigen Sportarten. Wie herzlos.